Hallo, ich bin Emil, die neugierige Eule vom Bund Naturschutz. Ich sorge dafür, dass die Corona-Ferien nicht langweilig werden. Man kann nämlich so viel machen. Hier bin ich wieder, die Heide. Heute erzähle ich euch das Märchen der Hasenhüter und die Königstochter. Da war einmal ein König, der war sehr reich und er hatte eine wunderschöne Tochter und die wollte er verheiraten. Aber sie wollte nicht irgendjemanden nehmen, sondern wollte auswählen. Und so kamen viele Freier und bewarben sich. Und sie nahm einen goldenen Apfel und warf ihn in die Luft. Und darunter war auch ein schmucker Schäfersbursche. Und so kamen die Freier an die Reihe und mussten drei Aufgaben lösen. Die waren gar nicht so einfach. Und bis die Reihe dann an den Schäferburschen kam, das dauerte eine Weile. Und er war der Letzte. Und der König sagte: Ich habe in meinem Stall 100 Hasen. Und wenn du die hütest und wieder alle zurückbringst am Abend, dann hast du die erste Aufgabe gelöst. Tja, hat er gemeint. Er möchte gerne einen Tag Bedenkzeit. Gut, hat der König gesagt. Und so ist er in den Wald gegangen und auf die Berge und hat sich auf einen Stein gesetzt. Er wusste nicht, wie die Aufgabe zu lösen ist. Und da kam dann ein altes Mutterchen. Das fragt: Was fehlt dir denn? Ach, du kannst mir ja doch nicht helfen. Oh, sei nicht so vorlaut, sagte das Mütterchen. Vielleicht kann ich dir doch helfen. Und dann erzählt er seine Geschichte. Und da gab sie ihm ein kleines Pfeiferl. Und da steckte er ein. Und er konnte sich gar nicht bedanken. Da war sie schon wieder verschwunden. Gut, jetzt ging er zum König und sagte: Ich werde die Aufgabe lösen. Und da hat man dann den Stall aufgemacht und die Hasen sind nur so herausgesprungen und haben sich gefreut. Ach, da war der Erste schon ganz weit, bis der Letzte aus dem Stall herausgekommen ist. Und dann war er auf der Wiese und da war ein kleiner Grashügel, da hat er sich hingesetzt. Und sie waren alle verstreut und waren gar nicht da. Ach, da erinnerte er sich wieder an seine Pfeife und hat gepfiffen. Und da kamen sie alle und grasten dann um ihn herum oder ruhten sich aus. Aber die Königstochter, die wollte es ihn nicht heiraten. Und so ersann sie eine List. Sie hat sich verkleidet und hat sich mit einem Korb zu ihm gemacht. Aber er erkannte sie doch. Gibt es einen Hasen zu kaufen? Fragte sie. Zu kaufen gibt's keinen, sagte er. Aber du kannst dir einen verdienen. Wie soll das gehen? Sagte sie. Na ja, zum Beispiel, wenn du mir ein Busserl gibst. Meinte sie. Ein Busserl? Nein, oh nein. Aber sie wollte ihn ja nicht heiraten und nur so ist sie zu einem Hasen gekommen. Und da hat sie dann ihm doch ein Busserl gegeben. Und er hat einen Hasen gefangen, ihr in das Körbchen getan und sie ist ihres Weges gegangen. Und wie sie ein Stückerl gegangen ist, da hat der Schäfersbursch auf der Pfeife gepfiffen. Da hat der Has den Deckel hochgemacht und
dann ist er gekommen, wieder der Hase. Draus hat gar nicht lang gedauert. Da kam der König. Der war ganz vermummt. Er saß auf einem Esel und rechts und links war ein Korb. Und da kam auch der Sechs, aber der Schäferbursch hat ihn erkannt. Gibt es einen Hasen zu kaufen? Fragt er. Nein, hat der Schäferbursch gesagt, zu kaufen gibt's keinen. Aber man kann sich einen verdienen. Wie soll denn das gehen? Na, zum Beispiel, wenn du unter dem Schwanz vom Esel einen Schmatz hindrückst. Oh na, hat der König gemeint, so ein Blödsinn. Naja, hat er gesehen, dass er lässt nicht locker und nur so bekommt er einen Hasen. Also gut, hat er dem unterm Schwanz des Esel einen Schmatz hintan. Und er hat dann der Schäferbursch einen Hasen gefangen, in den Korb getan und er ist des Weges gegangen. Ja, auch wie eine Zeit lang vergangen ist, hat er wieder gepfiffen und der Has ist aus dem Korb gesprungen und wieder zu ihm. Ja. Und wie er im Schloss war, hat er erzählt, dass er keinen Hasen bekommen konnte. Aber was er gemacht hat, das hat er nicht erzählt. Auch die Königstochter hat gesagt, ihr ist es nicht gelungen, einen Hasen zu kaufen. Und was sie gemacht hat, das hat sie auch nicht erzählt. Und so, am Abend, wie der Schäfersbursch kam, hat er alle 100 Hasen abgezählt und sie sind in den Stall. Der König sagte, gut, die erste Aufgabe ist geschafft. Die zweite Aufgabe ist, auf dem Dachboden, da habe ich Linsen und Gerste durcheinander geschütten lassen und du sollst sie im Dunkeln voneinander wieder auf einzelne Haufen tun. Ja, haben sie ihn eingesperrt auf dem Dachboden oben und wie alles ganz ruhig war, hat er wieder auf der Pfeife gepfiffen. Und da kamen ganz, ganz, ganz viele Ameisen. Es wimmelte nur so. Und sie haben ihr Werk vollbracht und haben Linsen und Gerste geteilt. Am Morgen kam dann der König und wollte nachschauen, ob die Aufgabe gelöst ist. Und tatsächlich, es waren zwei Haufen, fein, säuberlich getrennt. Keine Ameise war zu sehen. Wie das gegangen ist, hat sich der König nicht erklären können. Gut, hat er gesagt, auch die zweite Aufgabe ist gelöst. Jetzt kommt die dritte Aufgabe. Da wirst du heute Nacht in die Brotkammer eingesperrt. Und du musst dich durch das Brot essen. Gut, da wurde er abends dann in die Brotkammer eingesperrt und gerade, dass er Platz gehabt hat und zugesperrt. Und wie alles ruhig war im Schloss, hat er wieder auf seinen Pfeifer gepfiffen. Und da kamen ganz viele Mäuse, die sind ihm nur so übers Gesicht geflogen. Und gesprungen und geraschelt hat's. Aber am nächsten Morgen war alles aufgefressen und keine Krümel da. Und er hat dann die Tür gebumpert und gesagt, aufmachen, aufmachen, hungern tut's mich. Haben's aufgemacht, haben's gesehen, dass da überhaupt keine Krümel da war und dass alles aufgefressen war. Aber jetzt wollte er ja immer noch nicht das hergeben. Und er müsste noch einen Sack Lügen, müsste er noch, wie sagt man da, erzählen. Also gut, hat er ganz, ganz viele Lügen erzählt. Aber der König hat immer noch nicht gesagt, dass der Sack voll war. Und er hat schon einen halben Tag erzählt.
Und dann hat er mal erzählt. Ja, hat er gesagt, da ist mal die Königstochter, war draußen und hat einem Schäfersburschen einen Kuss gegeben. Und der König hat gesehen, wie die Tochter ganz, ganz rot wurde. Aber er hat immer noch nicht gesagt, dass der Sack voll ist. Und dann hat er weiter erzählt, da war einmal ein König und der hat einem Esel, der Sack ist voll, hat er gesagt. Und somit, weil er wollte sich gar nicht blamieren vor seinem Hofstaat, und somit musste die Hochzeit gefeiert werden. Und sie hat 14 Tage gedauert. Und wenn es mir nicht jemand erzählt hätte, wie schön das wäre, dann könnte ich es euch auch nicht erzählen. Das war die Geschichte vom Hasenhüter und der Königstochter von Bechstein. Hier, da ist ein Bild von Albrecht Dürer. Sicher habt ihr es schon gesehen. Es ist 500 Jahre alt, aber er hat ihn ganz gut getroffen mit den verschiedenen Farben von dem Fell. Und Albrecht Dürer hat vor 500 Jahren hier in Nürnberg gelebt. Und jetzt hängt dieses berühmte Bild in Wien in einem Museum, das heißt Albertina. Ja, mit dem Hasen, den habt ihr ja jetzt gesehen. Und dann später, da zeige ich euch noch ein Bild, das der Lawrence Davies gemacht hat, der hier auch in Nürnberg lebt und den Feldhasen im Frühjahr im Knoblauchsland fotografiert hat. Aber wird später eingeblendet. Ja, der Feldhase, der ist eigentlich ein Einzelgänger, ein Eigenbrötler, sagt man. Und er ist tagsüber, sitzt er in einer Mulde drin. Und die nennt man Sasse. Ja, und wenn es dann, er duckt sich dann, und wenn, falls Raubvögel kommen, er duckt sich ganz tief ins Gras hinein. Und nur wenn es Gefahr, im letzten Moment springt der hoch, kann bis 2 Meter hoch springen. Und dann macht er Zickzack und läuft. Er kann ganz schnell laufen. 70 Stundenkilometer. Und auch weit kann er laufen. Kommen wir gar nicht mit. Und dann im Frühjahr, da sucht er sich dann eine Frau. Aber da kämpft er erstmal mit den anderen Herren um die Frau. Und dann bekommt die, wenn die Hochzeit gehalten haben, dann kommen die Häschen, ja, nach gut, einem guten Monat zur Welt. Und das sind ungefähr so bis 5 kleine Häschen. Und die haben schon offene Augen und auch das ganze Fell dran. Also die kommen, können schon bald wieder aus dem Nest. Und die Häsin kommt nur 2-mal am Tag und versorgt sie. Und dann die, ihr fragt wahrscheinlich, wie alt die werden. Ein Hase, der kann bis 12 Jahre alt werden. Aber meistens schaffen sie es kaum bis zu einem Jahr. Und ja, die, ja, wie schwer. Ja, bis 8 Kilo kann so ein Hase wiegen. Das ist wirklich ganz, ganz ordentlich. Ja, vielleicht könnt ihr ja auch mal einen sehen, wenn ihr, müsst ihr aufpassen. Und wenn ihr durchs Gras streift, vielleicht seht ihr ja einen. Ja, jetzt seid ihr bestimmt alle gespannt, wie das Rätsel ausgegangen ist. Mach mal die Glocke. Da habe ich gefragt, welcher Baum hat keine Krone? Keine Krone. Ja, und das war der Schlagbaum. Ich habe an die Grenzen gedacht, die jetzt zusehen bei Corona. Da ist mir der Schlagbaum eingefallen. Sicher habt ihr es erraten. Jetzt die neue, das neue Rätsel. Welcher Hut
passt auf keinen Kopf. Na, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.